Wo ist das Dunkel? Das ist die große Frage. It is true, it is happening. Wir sind auf dem Weg nach München. Wir treffen uns hier am Flughafen Wien. Wir wissen, dass es schwer verwerflich ist, dass wir fliegen in diesen Zeiten. Aber was sollen wir machen? Wir haben relativ kurzfristig erfahren, dass wir tatsächlich eine Presseakkreditierung für das Spiel in München bekommen haben. Ob das wirklich stimmt, das ist so circa die tragende Story dieses ganzen Vlogs. Wir haben keine Ahnung, ob wir wirklich eine haben. Also, wir haben die Bestätigung, aber wo wir die abholen, fehlerhaft. Als man zum Beispiel, nur damit man weiß, nur damit ihr auch wisst, wie das ist, gewisse Dinge haben nicht wirklich gut funktioniert. Man konnte sein Geburtsdatum nicht eintragen bei der finalen Akkreditierungsbestätigung. Telefonnummer war nur eine amerikanische möglich. Also, ob wir wirklich dort sind, oder wie sagt man immer, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das werden wir sehen. Wir sind jetzt mal hier vorm McDonald's am Flughafen Wien. Natürlich, um ein bisschen eine Unterlage zu bekommen. Und hier ist auch schon der Held unserer Story. Da ist er. Stoney, glaubst du, dass wir wirklich eine Akkreditierung haben? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Dann reden wir halt nur so mal an, sind wir nur lästig, ich sag gleich mal. Aber glaubst du wirklich oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Sonst hätten sie, also irgendwas hätten wir ja schon. Wir haben alles auf dem Laptop bestätigt. Ja, aber wo steht, wo wir sein sollen, was wir machen? Wir müssen zur Pressetribüne einfach und dort ja, das abholen. Dann hast du mir die Infos ja nicht gegeben, dann haben wir sie. Ich habe die Infos selber noch nicht. Aber die hat du der andere. Du hast ja gesagt, wir haben sie. Ja, wir haben die Bestätigung ja schon, ja sicher. Keine Ahnung, was wir haben oder nicht. Wir haben es ja, weiß ich nicht. Wie ist deine Stimmung? Du, ganz normal. Ein bisschen krank, aber ein bisschen müde. Aber ich auch. Ja, sonst, keine Ahnung. Ist ja auch so leibend München, nur so schauen. Ne? Schwer verwerflich, dass wir fliegen? Überhaupt nicht, Alter, wirklich. Deine Message für alle, die sagen, dass es verwerflich ist. Fickt euch! Das ist meine Message. Was ist so scheißegal? Was ich an Flughäfen nie verstanden habe, Stoney, ist, ja. Warum genau, jetzt müssen wir das so, warum sind immer solche Luxusbrands auf Flughäfen? Warum ist das so, dass irgendwelche Luxusbrands immer sagen, erst, Alter, wir machen einen Shop an einem Flughafen auf. Wenn ich am Flughafen bin, habe ich keine Zeit, kein Geld mehr, keine Lust mehr. Ja. Und vor allem, wie traurig ist das eigentlich? Schau das an, wir sind auf so einem Ding da. Es ist alles schneller um uns herum als das. Ja, aber da geht es ja, wenn du schweres Gepäck hättest zum Transportieren. Ist da aber jetzt erklär mal kurz, warum das ist mit den Luxusbrands. Erklär mir, wo ist der Business Case? Das suggeriert doch immer Flughafen. Flug, teuer, nur Leute mit Geld fliegen. Das suggeriert. Aber so nicht. Seit Wizz Air am Markt ist, ist es halt anders. Aber es suggeriert noch immer irgendwie, so dass die Leute, die mit Kreditkarten und mit den Golden Credits und mit der Black Visa einkaufen. Ey, wir hätten vier Möglichkeiten gehabt, nach München zu kommen. Auto wäre das billigste. Auf Platz 3 wäre gewesen Flixbus. Wobei Flixbus fast billiger als Auto, oder? Viel billiger. Ja. Flixbus, 20 Euro. Okay, Flixbus, Auto, dann Flug und dann ist Zug. Das heißt, sehen wir bald Luxusbrands auf Bahnhöfen. Am Südbahnhof wäre es am besten. Aber das ist ja jetzt der Wiener Hauptbahnhof, deshalb auch dort hast du schon Luxusbrands. Wir wissen nicht mal, wo wir hin müssen. München, da! Hörst! Rüber, schnell! Sicherlich. Komm! Sicherlich, und bis ich am Ende fahre. Szenerie, Mosach, Bahnhof. Man muss jetzt schon sagen, hier schreit alles nach Geld. Da kann man Götze, Lewandowski und so gar nicht böse sein eigentlich, oder? Ob es jetzt in Mosach bist oder Notting Hill, du weißt es nicht, oder? Das ist ein Münig. Minga. Was tun das so, Alter? Lederhosen hat er schon lange keiner mehr angehabt, oder? Die gehen alle nur noch im Strelsen, oder? Im One-Liner. Was ist ein Strelsen? Das war ein teurer Anzug. Yeah, he's
Die Leonardo Hotelbar wird ausgecheckt und wir fragen natürlich den Mann, der sich auf diese NFL Experience mehr freut als jeder andere. Stone, du hast ja schon, du wolltest zu den, zum Pro Bowl, du wolltest überall hingehen und hast immer gehofft, dass es nochmal sowas gibt, wie wir es in Green Bay gehabt haben, mal kicken kann und vor der Dash und sowas. Ist es das, was du dir jetzt von der NFL Experience erwartest in München? Alter, ich will kicken, ich will rennen, ich will werfen, ich will alles machen. Ich möchte in Wirklichkeit eine Empfehlung aufgeben für die EFL jetzt wieder. Ist es wieder soweit? Ja, sicher. EFL startet, dann ELF. ELF ist mal der Nummer 2. Ja, die Munich Ravens, sind an allen Ecken und Enden. Ich glaube auch, wir nehmen noch jeden. Vielleicht doch ELF. Aber EFL, glaube ich, traue ich mir auf alle Fälle zu. Aber ELF. Aber ich möchte einfach so ein Highlight-Video oder so irgendwas. Irgendein Highlight-Reel von mir machen. Tape. Man macht es auch nur wegen einem Tape. Wir machen auch Tape. Passt, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Keine Experience für mich? Nein, not allowed. I'm crying now. Die NFL Experience in Germany. Das Schnappschloss war den. Ohne Scheiß. Es waren einfach nur alle Helme von 32 Teams da. Scheinbar. Und es gibt einen Shop, wo man was kaufen kann. Und das ist die NFL Experience in München. Das ist ein Trauerspiel. Das ist einfach, das ist alles. Es gibt einen Shop, wo man was kaufen kann. Oder auch nichts mehr kaufen kann. Und zugedeckte Helme. Wie spät ist es überhaupt? 18 Uhr, nicht einmal noch. Es ist die saddest experience. Aber was wäre überhaupt? Lass doch die Helme abdeckt. Um was geht's da? Wie was? Stehen die unter Denkmalschutz? Oder warum überhaupt? Herrlich, ich will die Helme gar nicht ziehen. Ich will irgendwas anderes machen. So, that's the NFL Experience. Wie soll ich mich so für die EFL, für die ELF, für die NFL irgendwie nur empfehlen? Oder ist eine motherfucking Experience. Ist das Traurigste. Kommt's nicht daher. Nächste Munich Game kommt's nicht daher. Ja, man muss ehrlich sagen, das geht auf jeden Fall besser. Das war wirklich sehr, sehr wenig, was da am Odeonsplatz geboten wurde. Ich glaube, vor allem, wenn man schon am Vortag den Leuten einiges anbietet, wie Field Goal kicken oder 40-Yard Dash laufen oder sonst was, dann ist der Ansturm dann auch auf dem Game Day vielleicht nicht so groß, weil das werdet ihr noch sehen, das war wirklich irre. Ja, schade NFL, das geht besser. Wir haben uns aber nicht lumpen lassen und haben gleich die Stone Lag Army getroffen. Das war natürlich ein absoluter Traum. Gleich am Odeonsplatz hier der Bambusbären, den Herbst, den haben wir getroffen. Und ja, dann gleich zum alten Hackhaus, hat das geheißen. Unterlage nochmal weiter aufbessern mit Schweinsbraten und Käsespätzle. Und die Footballer haben wir auch getroffen. Hier Lenny, den Sepp, natürlich auch Deutschlands schönsten Football-Analytiker Remo Zellmer und hell yeah, King Kutsche war auch da. Und Lennart, ist München genau das, was du dir erwartet hast? München ist wunderbar. Es ist ultra voll. Es ist richtig nervig. Wir kommen nirgendwo rein. Aber die Experience hier ist so geil. Also München, muah. Toll. Toll, toll, wirklich toll. Also toll, 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 toll. Remo, du bist heute erst in München gelandet. Nee, ich bin seit 3 Tagen hier, aber ich habe immer so viel dabei. Ist das dein Ernst? Ich bin so beschäftigt, dass immer ein Koffer mit mir rumschleppe. Bist du geflogen oder gefahren? Mit der Bahn natürlich. Siehst du, sogar der Remo ist mit der Bahn gefahren und du sogar der Remo ist mit der Bahn gefahren. Naja, er wirkt jetzt nicht. Jetzt mal ehrlich, Lenny, wenn du Remo so siehst, ich schwenk mal rüber. Ist er mehr der Flugmensch oder mehr der Bahnmensch? Also wie aussieht, ist er ein Flieger. Ja, ich sag auch, er ist ein Flieger. Er ist ein Flieger. Die Jogginghose sagt Flieger. Und das ist der Mann, dem nie kalt ist. Weil der war ja schon... Was war deine kälteste Mission? Ich bin gegen 4 Tage Kasachstan. Kosovo 2006. Wo sind Kutsche und Sarah jetzt? Ja, aber da ist nicht kalt im Kosovo. Ich war im Kosovo, du warst Arsch heiß. Ja, tagsüber ja, nachts nein. Es ist nicht München, es heißt Minga. Was ist das, ein Kameramann? Für die Leute, die den Kameramann kennen. Ich bin ein Kameramann. Nein, nein, keine Kamera. Erzähl einmal den Leuten, wie kalt es ist. Mir ist super warm. Mir auch. Er ist aus Wien.
Richtig. Von wo bist du? Von wo bist du? Du bist aus Schwabing. Ich bin aus Schwabing, ja. Bist du aus Minga? Ja, aus Minga. Minga. Ich trinke noch ein bisschen Bier. Das NFL ist mich eigentlich. Ja, ich wollte jetzt mein Schränk. Da sind alle Brady. Schau, das ist der Brady. Der Brady. Hey, es fühlt sich an, als wäre es 0 Uhr, aber es ist, glaube ich, erst 8 oder so. Ja, 20 Uhr 6. Das ist das Schöne am Daydrinking. Ich schwöre wirklich, das ist das Beste. Lenny, Lennart, oh, mach was Cooles. Schau mal die Dad-Sneakers an. Aber na, seine Dad-Sneakers, das ist Wahnsinn. Dieser Dad. Ey, du bist der echte Papa. Das ist der Feind, was willst du? Ja, du bist ein echter Vater. Tja, Lenny, dein Schicksal ist dein Talent auch. Ja, das ist. Wir haben Kutsche verloren. Ich sehe aber nur gut aus, das ist ein Problem. Das Ding ist, du siehst eben nicht gut aus. Das ist scheinbar einfach. Wir haben Kutsche verloren, Kutsche hat uns verloren. Hat Kutsche uns verloren? Kutsche hat uns verloren, nicht wir haben Kutsche verloren. Wir haben uns verlassen. Also, ja. Kutsche, wo bist du? Kutsche hat mich verlassen. Kannst du mich hören? Ich bin böse auf dich, Kutsche. Ich bin böse auf dich, Kutsche. Sind alle daheim, Remo nicht da, Lenny nicht da, niemand da. Das ist so traurig. Niemand ist da. Das Schild, glaube ich, das ist doch der Dackel, oder? Das ist, ich glaube, der schwarze Dackel dazu. Das ist der Getränkautomat. Hat der schwarze Dackel zu? Kann sein. Ist, hat der schwarze, wo hat es geheißen und wie viel treffen wir uns? 23 Uhr schwarze Dackel. Scheinzorn, wo hat es geheißen, wo wir uns auch treffen? Auch wenn man nicht, auch wenn er zu hat. Schwarze Dackel! Jetzt. 23 Uhr. Aber jetzt kommt das, was dieses Hotel zu einem, nicht nur 3 Sterne macht, sondern zu einem 5 Sterne, eine 5-Star-Experience. Ein Sitz in der Dusche. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist ein Wahnsinn. Das ist 5-Star. 5-Star. Man muss aber auch sagen, das Tony macht es wahrscheinlich nicht mehr lange. Der ist auf Grippostat. Es ist 10 und er ist halt noch nicht so fit. Naja. Noch keine Tickets und auch keine Bahn. Das Problem ist nämlich, wenn man in München zum Spiel will, ist das auf der Münchner Freiheit ein bisschen schmarrn. Alle Züge sind voll und es kommen keine neuen. Schon aus wie in Südkorea, weißt du, wo diese Stopfer. Ich weiß nicht, wie die nachstopfen in der U-Bahn. Alter. Die 11. U-Bahn, die wir fahren lassen. Nein, das ist die 3. jetzt oder so, ja? 4. ja. Wie viele war das, die wir fahren haben? 5. Fünfte. It's time. Irgendwie haben wir es dann doch noch ins Stadion geschafft. Man muss auch sagen, das geht eindeutig besser fürs nächste Mal. Wieso Züge da 13 Minuten Abstand haben, hat keinen Sinn. Aber ja, auch vorm Stadion war einfach viel zu viel los und das schon 3-4 Stunden vor Ankick. Das ist ein erfahrener Stadionbesucher. Voll mit. Vor allem wurschtliches Event, er ist da. Am Sonntag gehen die Allianz rein. Egal, ob Holiday on Ice, Bayern, NFL, ich bin da, mein Sitzkissen ist mit. Ein jäbiger, Alter. Update, wir sind noch immer unterwegs mit unserem Personal Guide. So wichtig sind wir. Der heißt, der Personal Guide, das ist Naomi führt uns zum Pressezelt. Das ist eigentlich so das beste Service-Ding, was wir da bis jetzt erlebt haben, oder? Wirklich, ich schwör's so, ja, ist tot. Die ist tot, ja.
Fandom-Story. Anscheinend ist es wirklich wahr. Diese Schweine haben uns wirklich akkreditiert. Irgendwer von der National Football League glaubt, wir sind Souveräne und ja, irgendwie auch Journalisten. Wir sind. Wir sind, ja, anscheinend sind wir es. Ja. Qualitätsjournalismus. Start hier, da musst du noch die Hose mal richten. Wenn die wüssten, wie wir gestern ausgeschaut haben, dann würden sie uns wahrscheinlich halt nicht mehr da reinlassen, oder? Dann würden sie uns erst recht reinlassen. Erst dann würden sie wissen, was wir für eine Leistung eigentlich bringen. Okay, wir zeigen euch mal kurz, was da so abgeht. Wir sind nämlich in den Katakomben der Michael-Jans-Arena und da ist der Press Entry. Field Access, Spielfeldzugang. Was sonst? Komm. Also, wenn wir dürfen gehen. Drin haben. Drei? Nein. Wo? Haben Sie im blauen Spot bekommen? Ne, wir haben nur das bekommen. Ah. Da dürfen Sie nicht in den Raum. Ah, okay. Gut, passt. Gut, danke. Media-Ding, Press Conference und General Stadium. Ja, passt eh, oder? Sind wir froh. Vollmaschine! Das Näherste. Dass er der 11 Championship Trophy kommen, das war, wie er am Feld war, wie wir, die Vienna Vikings, unseren Sieg feiern. Vollmaschine. Sind wir mal im Pressebereich, wie man sich das vorstellen kann. Ja, Leiband, ich glaube, ich werde mir jetzt eine Chili holen, weil wenn schon Media Ruhe ist, dann echt eine Ruhe ist. Und jetzt hole ich mir noch was zum Essen, 7 Flaschen Mezzomix. Ja, aber overdressed, hardcore. Da ist er, da kannst du. Ja, overdressed. Und die Schuhe auch. Ich bin cool. Was kommt hinter? Was oder Mezzomix? Ich sag Mezzomix. Ich sag Mezzomix. Das ist ja keiner. Was haben wir? Komm mal. Nein, nein. Dann ist es selber. Ja, pass auf, ich teile aber auch sicher alle anderen. Wasser. Einfach Wasser. Never ever. Nicht prickelndes Wasser. Never ever. Spaß beiseite. Natürlich nur Liebe für Icke. Ja, und der Tony hat sich sichtlich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt im Pressebereich. Aber mit dem Kutsche gehen wir nicht mehr saufen, oder? Ich sag ehrlich, Footballerei, sauft eigentlich eine Frechheit. Ja, die haben ja nichts gesoffen und dann sind sie immer weg. Nein, nicht genauso. Stell dir das vor, du gehst mit dem irgendwo hin und auf einmal ist er weg. Wer macht denn sowas? Das macht kein Mensch. Ja. Na, schauen wir mal, wo die ganzen Promis sind. Da hinten ist Kutsche. Schau, Kutsche war da, ja? Ist jetzt wieder da. Er ist schon wieder da, Kutsche. Kutsche ist schon wieder da. Einmal ist er weg, dann ist er wieder da. Dann ist er weg, dann ist er wieder da. Da ist mein Equipment. Die Kamera ist wirklich einfach nur so als Deko da. Damit man ausschaut, als wäre man irgendwie hart. Aber das ist halt, er ist der beste Quarterback, den sie je geben haben. Stoney, wir haben die
erste Halbzeit vom NFL-Spiel in München fertig. Fazit nach der ersten Halbzeit. Alle Brady. Nein, Brady top. Buccaneers top. Seahawks. Anscheinend zeigt sie aber auch das Gesicht. Und Gino ist halt wieder der echte Gino. Gino being Gino. Ansonsten, Stimmung ist, muss man sagen, Weltklasse. Die Leute sind da, die Leute sind alle am Saufen. Das merkt man einfach. Ja, top. Alles top. Ich glaube auch, ein richtiger Hype auch. Und was wir auch glauben, ich glaube, viele internationale Leute auch, nicht nur Deutsche. Vor uns sind die Tschechen, die jedes Mal beim Kickoff sagen, Sabigo, das heißt so viel, wir bringen ihn. Ah, Sabig. Oh shit. Das Ding ist ja, ich muss ja, wir haben ja angegeben, dass ich schreibe in der Presse bin. Aber das sind wir noch nicht. Und deswegen habe ich mein Laptop mit. Und das ist auch nicht mehr. Sapio! Wir sind jetzt First down, Tampa, okay? Super nervig ist. Da ist eine Box, okay? Und die soll scheinbar, ich weiß gar nicht, was für was das ist, Alter. Das ist echt nur unnötig. Der Stadionsprecher sagt eh auch alles. Super unnötig. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich echt gut. Auch dem Stone macht es jetzt gut. Baby, pass, complete for Chris Godwin. Vielleicht kommen die 6, vielleicht können wir hin, wenn es der größte Comeback ist, aber 18 Punkte hinten, glaube ich nicht mehr. Ja, man muss ehrlich sagen, was für eine Stimmung. Da muss man den Deutschen wirklich ein Kompliment aussprechen. Das kann, glaube ich, keiner auf der ganzen Welt so gut wie sie. Wie sie dann gleich in den Pressetunnel gegangen haben, dort die Spieler gesehen, was immer ganz cool ist, wenn man sieht, wie groß die im Vergleich zu einem selber sind. Außerdem wollte ich unbedingt zu Gino was sagen, der hier hinter der Nummer 66 ist, aber ich habe nicht mehr rausbekommen als... Mehr Gino. War ihm scheinbar vollkommen egal. Tyler Lockett hat mich auch überrascht, wie klein der ist. Und Nummer 10, Linebacker Nwosu, würde ich auf jeden Fall auch Running Back spielen lassen. Beeindruckende Statur. Ja, das Ganze war dann sehr, sehr hektisch. Wir mussten aber auch schon wieder zum Flughafen. Das heißt, wir haben die Pressekonferenzen dann auch ausgelassen. Wir wussten, dass es beim Rückweg wahrscheinlich wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln genauso hektisch wird wie beim Hinweg. Wir müssen allerdings sagen, es war ein absoluter Traum. Und ja, als wir es dann endlich aus dem Stadion geschafft haben, war es Zeit für ein letztes Fazit. Fazit? Ja, für Medien war es jetzt nicht so groß. Also Super Bowl und so war halt schon noch eine Nummer drauf, muss man schon sagen. Aber war okay fürs erste Mal. Experience in Europe. Ich hoffe, dass nächstes Jahr ein bisschen vom Ablauf her ein bisschen besser getimt ist, auch für uns. Die Akkreditierungen, wir haben lange warten müssen und so. Das ist halt, das bin ich nicht mehr gewohnt. Ja, auf jeden Fall war super geil, kann man gar nichts sagen. Allianz Arena, auch tolles Stadion. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es eigentlich relativ unspektakulär. Nur Pressekonferenz jetzt hätte sich nicht ausgezahlt für uns, weil wir zum Flieger müssen. Und ich habe Gino schon gesagt, dass er der Mann ist. Und zum Allen. Deshalb zum Brady rüber, das wird. Alle Brady. Zu alle Brady ist, glaube ich, Schlägerei jetzt drüben. Also von dem her, das geht nicht, du bist leider am Flug erwischen. Aber wir, wie viele auch andere in Deutschland, haben alle Brady gesehen. War Traum, muss man ehrlich sagen. Absoluter Traum. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre, 10 von 10 Punkten, muss man sagen. Und ich glaube, die NFL wird das in Deutschland ausbauen. Dafür ist das einfach hier von der Stimmung her und von der Popularität nochmal was anderes, oder Stoni? Muss man auch sagen. Weil ja, ich sag dir ganz ehrlich, was ich wirklich glaube, das ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube, in Berlin zum Beispiel wäre das noch einmal eine Nummer noch mal größer. Olympiastadion Berlin, erst einmal auch geile Venue, aber auch eine Metropole schlechthin. Das hat man halt schon noch gemerkt, gestern in der Stadt lag. Ja. Es war alles bummvoll, überall mit Anstellen, aber nur für das, dass du reinkommst, nicht für einen Tisch oder was weiß ich. Ich glaube in Berlin, wo halt viel mehr Leute auch generell sind, wäre das glaube ich noch einmal so eine Nummer, bam, noch einmal eine Steigerung. Das Ding ist vor allem auch, man merkt man einfach auch, wie wichtig es ist, dass sowas halt dann auch einen guten
Und gut ab, Bro. Und ich glaube, da waren selber überrascht, dass so viele Leute nämlich auch, die keine Karten haben und gar nicht dorthin. Ja, hey, da war heute bumm voll, da waren 150.000 Leute, wollen nur 60, 65.000 dort reingehen. Ne? Ah, da haben wir auch die Kollegen wieder. Und so, Fixi muss noch aufnehmen. Wir Profis können schon gehen. Sollen wir auschecken? Nein, wir gehen einfach. Naja, passt. Ciao, Baba. Danke, ciao. So. Und jetzt geht der Kampf aber erst los. Zum Zug. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch zum Zug. Wieder zu den Pöpeln. Fuck, Alter. Zur Hölle jetzt.